Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. In der letzten Folge ist verdammt viel passiert. Wir haben Garrus wieder in unserer Truppe. Wir haben den Primarchen, den neuen Primarchen, den Victus, den haben wir an Bord. Die Asari wollen nicht zum Gipfeltreffen kommen. Der Primarch schlägt vor, die Kroganer zu rekrutieren und dann. Last but not least hat Edi sich einfach mal kurzerhand eines Körpers bemächtigt, und zwar des Körpers von Dr. Eva. Wie sie das im Einzelnen gemacht hat, naja, wissen wir nicht, ist eigentlich auch egal. Edi ist ja schon immer sehr speziell. Und jetzt hängt sie da vorne, oben beim Dings rum, beim Joker. Da wollte sie zumindest hingehen, und natürlich werden wir uns heute mit ihr unterhalten. Wir werden also wieder eine Gesprächsrunde führen. Wir gucken mal, ob es irgendwas Neues hier gibt. Ja, Glyph, das ist wunderbar. Dann gucken wir aber erstmal hier rein. Können wir irgendwas machen? Überreste von Reaper-Zerstörer. Das haben wir irgendwie öffnen. Ladenrabattbonus. Ah. Überreste auf neue Technologie scannen. Ja, komm. Genau. Genau, den nehmen wir. Das finde ich nämlich wichtig. Okay, sonst gibt es hier, glaube ich, nichts. Upgrades? Keine. Gut, wunderbar. Glyph, ich danke dir. Das ist nämlich eine coole Sache, finde ich, wenn man Kräfteobjekte kauft. Kräfteabklingbonus. Das ist schön. So, dann wollen wir mal gucken. Allianz-Verhörprotokoll. Cerberus-Agentin. Allianz-Befrage 1. Igitt, sehen Sie sich die Implantate an, die sie im Gesicht hat? Allianz-Befrager 2. Psst, sie ist wach. Cerberus-Agentin. AB2. Hallo. Wissen Sie, wo Sie sich befinden? Ist Ihnen klar, in was für Schwierigkeiten Sie stecken? Hey, ganz ruhig, hören Sie. Sie stecken wirklich in Schwierigkeiten, das will ich nicht leugnen, aber da lässt sich bestimmt eine Lösung finden. Wenn Sie uns helfen, können wir. Und dann explodiert was. Alles okay? Aber verdammt nochmal, sie ist tot. Was? Die ganze Vorderseite ihres Gesichts ist weg. So was wie eine Granate im Auge? Oh Scheiße, ob die bei Cerberus alle so ausgerüstet werden? Okay. Tja. Wahrscheinlich werden die alle so ausgerüstet, dass es die im Falle eines Verhörs zerreißt. Wunderbar. Notizen über Proteaner. Eintrag 1. Das ist, glaube ich, Liara über unseren Javik, denke ich mal. Was muss dieser Proteaner alles gesehen haben? Wenn sie die Technologie hatten, jemanden mehr als 50.000 Jahre lang zu konservieren, ist es kein Wunder, dass sie so etwas wie ein Gerät auf dem Mars bauen konnten. Ich muss ihm Zeit zur Erholung geben, aber bei der Göttin. Wann werden wir je wieder die Chance bekommen, so viel über ihre Zivilisation zu erfahren? Ich weiß nicht, Liara, ob du dich da noch falschen Hoffnungen hingibst. Okay, Eintrag 2. Ich weiß nicht, was ich von diesem Proteaner halten soll. Ich habe ihn angesprochen, als wir auf dem Weg in ein anderes System waren, aber er wollte anscheinend nicht reden. Das Wenige, was er gesagt hat, bezog sich auf die Reaper und unser mögliches Scheitern. Ist er nur ein Soldat, der um sein Volk trauert? Oder sind unsere Kulturen so grundlegend verschieden? Liara, ich befürchte, dass es von beiden was hat. Davon würde ich mal ausgehen. Okay, dann werden wir mal reden mit dir. Hallo, Shepard. Hi. Was gibt's Neues? Was ist seit unserem letzten Treffen alles passiert? Seit Sie mir gegen den Shadow Broker geholfen haben, habe ich eine Handhabe gegen die Reaper gesucht. Nur die Proteaner hatten umfassendere Informationen über sie. Von älteren Zivilisationen haben wir kaum Quellen. Ich wusste, dass der Unbekannte dasselbe Ziel hatte, als unsere Agenten aufeinandertrafen. Wie auf dem Mars? Ich dachte, ich hätte meine Spuren verwischt, aber er beobachtete alles. Okay, also irgendwie gibt's hier nichts Neues. Dann sehen wir uns Wir reden später. später, Liara. Natürlich. Genau. Auch irgendwie so unangenehm, dass ich ihr im Rücken stehe. Also das ist doch wirklich echt beknackt gemacht. Gut. Ein paar Mods müssen wir auch machen. Da haben wir ja ein paar gefunden. Dann werden wir jetzt mal auf das Maschinendeck gehen. Mal gucken, ob wir mit der Frau Ellers was zu sprechen haben. Und vielleicht redet ja endlich mal der gute Proteaner mit uns. Entschuldige bitte, Jarvik. Kriegsberichterstatterinnen so feminin aus? Ich meine, sie sind perfekt gestylt. Mein Gott. Wir haben für sowas sogar eine Forschungsabteilung.
Sie testen Aussehen, Stimme, Gestik. Oh nee, komm. Mädchenhaft kommt gut an. Die Asari sind dann aufmerksamer. Salarianer finden hohe Stimmen gut. Und Turianer? Die Turianer spinnen. Eine Zivilisation voller Kriegstreiber. Treue Zuschauer, aber ihre Fanbriefe sind gruselig. Okay. Wir wollen ja hoffen, wenn es dann was mit der Frau Ellers zu tun gibt, dass uns dann unsere Trainer was sagt. Aber ansonsten latschen wir halt ab und zu mal vorbei. Wem gehört dieser Mac? Ganz schön kurvig. Welcher Mac? Welcher Mac? Ach so, natürlich. Edi. Müssen wir reden, Commander? Nein. Im Moment nicht, Ellers. Alles klar. Sagen Sie Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, genau. Also ich vermute mal, dass Trainer uns Bescheid geben wird, wenn da unten sich irgendwas tut. Nichtsdestotrotz will ich trotzdem selber vorbeilaufen. Das gewöhne ich mir einfach so an. Das gehört halt auch dazu, Leute. Wir spielen ein BioWare-Spiel. Soll das heißen, es gibt in diesem Zyklus noch mehr Überlebende? Ja, wir haben sie Kollektoren genannt. Sie kämpften für die Reaper. Lange Zeit wusste niemand, dass es eigentlich Proteaner waren. Und wann wurde Ihnen das klar? Shepard hatte keine Wahl und musste alle töten, denen sie begegnete. Sie waren ausnahmslos indoktriniert, schon seit sehr langer Zeit. Es tut mir leid. Ich bin dankbar dafür. Es war ein Akt der Gnade. Ja, passt. Ja, vermutlich war es das. Okay, also Liara scheint im regen Austausch mit Jarvik zu sein. Und ich finde schon auch, dass es ihm eigentlich nicht gefallen dürfte, was da aus seinem Volk geworden ist. Können wir mit dir reden? Ich fühle mich besser, Commander. Ich bin kampfbereit. Ah, wunderbar. Machen Sie sich wegen mir keine Sorgen. Die Jahre in Stase haben mich nur hungriger auf den Kampf gegen die Reaper gemacht. Okay, das heißt, wir können ihn jetzt wahrscheinlich mitnehmen. Später vielleicht, Commander. Also gut, kein Schwätzchen, alles klar. Dann gehen wir runter. In die Shuttlebucht, weil da können wir wieder ein bisschen Upgrades machen. Und dann müssen wir auch mal mit dem guten Jack, James sprechen. Wieso denn Jack? So. Die Viper. Haben wir nicht noch die Viper? Die finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Was haben wir denn hier jetzt an Mods? Okay. Gibt's da was Neues? Bei der Hurricane? Nein. Bei unserer Pistole? Auch nicht. Aufladetempo der Kräfte plus 105%, das finde ich schon ziemlich cool. Sturmgewehre. Wenn ich mir hier jetzt noch ein Partikelgewehr reinhau. Ich das Ding noch modifizieren. Sturmgewehr. Durchschlag. Bestätigen. Minus 95%. Dafür könnte ich eigentlich das Ding wegtun. Damit kann ich sowieso nicht viel anfangen. Aber das Partikelgewehr ist echt schwer. Was bis hier eigentlich? Schrotflinte? Nee, Schrotflinte brauche ich nicht. Minus 57%. Na, die Viper ist auch wirklich die... die leichteste, aber die macht auch nicht so viel Schaden. Die Mantis. Ja, aber die hat halt bloß einen Schuss, das ist doof. Präzisionsschaden. Komm, wir nehmen die Violent. Genau. Wir nehmen die Violent. Präzisionsgewehre, Violent. Können wir ja vielleicht noch ein bisschen auf... Genau, die können wir ja vielleicht noch ein bisschen aufrüsten. Partikelgewehr. Okay, das lassen wir vielleicht noch. Aber warte mal, Sturmgewehr, die Avenger. Nee. Die Shuriken. Feuergeschwindigkeit, wir nehmen die Hurricane. Genau. Gut. Was passt? Achso, da ist die blöde Schrotflinte. Ja, die brauchen wir eigentlich nicht. Bestätigen. Mal ganz kurz gucken, wie du heißt. Du bist die Mantis. Die Viper.
Vielleicht können wir bei der Wahl für die Viper eine Dings kaufen, eine Verbesserung. Wird sie vielleicht ein bisschen leichter? Lass mal gucken. Viper 2 kaufen. Yes. Und Viper 3. Eigentlich gefällt die mir nämlich wirklich gut. Viper 4. Und Viper 5. Noch haben wir Kohle. Okay. Partikelgewehr 2 nehmen wir auch mal. Das ist auch für James gut, weil dieses Partikelgewehr gefällt mir wirklich unheimlich gut. Das kann man bestimmt alles finden, ich weiß es, aber es ist mir egal, ich kauf's jetzt. So, genau. Dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt wenigstens bei den Aufladekräften 0-0 wären. Die Viper. Ja, das ist gut. Und wenn wir uns jetzt noch das Partikelgewehr antun und die da wegtun, minus 6. Ja, ich glaube, dass das gut ist. Genau. Dann machen wir das mal so. Minus 6% halte ich für durchaus akzeptabel. Okay, da können wir uns jetzt noch ein bisschen ausrüsten, weil wir haben ja auch noch mal so Sachen gefunden. Wir sollten einen Helm aufziehen, das macht uns doch ein bisschen was. Okay. Brust. Schildregeneration. Ja, das ist gar nicht schlecht. Schultern. Ich weiß gar nicht, was wir da so gefunden haben. Amex Arsenal, Kopfschussschaden. Das lassen wir. Handschuhe, haben wir da schon was Neues? Nahkampfschaden, Schildregeneration. Nee, ich glaube, da lassen wir die. Und Beine, da haben wir auch was gefunden. Waffenschaden. Dafür ein bisschen weniger Gesundheit. Ist aber eigentlich ganz okay. Panzerungsset. Haben wir nicht. Speichern und zurück. Okay. So, wo ist denn der James? James ist, glaube ich, irgendwo da vorne. Genau. Hallo Hundi. Also, was das mit diesem Hund auf sich hat, ist mir echt ein Rätsel. Wir werden uns mit James unterhalten. Ich hoffe, er sagt nicht wieder Lola, sonst kriege ich die Krise. Weil wir haben es ihm ja eigentlich Dieser verboten. Primarch hat wirklich Cojones. Wir Aha. bräuchten mehr Politiker wie ihn, die genauso gut einstecken wie austeilen können. Gut. Also auch er will nicht mit uns reden, derweil updaten sich hier unsere Gewehre. Nachschubinterface. Sita-Vorräte. Medigel-Kapazität. Komm, kauf mal auch noch eine. Genau. Dann sind wir irgendwann pleite, ist aber auch egal. So. Dann müssen wir nur noch ins Kampfinformationszentrum und werden gucken, ob wir da Edi finden. Und dann haben wir noch eine ganze Menge Zeug in unserem Mail-Eingang. Sind Sie in Ordnung, Commander? Ja. Es war ziemlich wild hier oben. Ach was? Ich will mir gar nicht ausmalen, was auf dem Mond los war. Oh, frag nicht. Ich dachte, Edi macht Ihnen mehr Sorgen. Edi ist wichtig für das Team. Hätte sie mir erzählt, dass sie einen Körper will, hätte ich ihr dabei geholfen. Ich wollte keinen Interessenskonflikt zwischen unserer Freundschaft und ihrer Pflicht. Das wäre mir zwar lieber gewesen als ein Kaltstart der Hälfte unserer Systeme, aber trotzdem danke. Wo Sie schon mal hier sind, ich habe beim Scannen der Allianzkanäle was gefunden. Okay. Die Grissom Akademie braucht Hilfe. Die Invasionsfront der Reaper nähert sich. Prism Akademie? Werden Schulen im Krieg nicht geschlossen? Die Grissom Akademie ist keine normale Schule. Dort sind die klügsten Studenten, die Menschheit zu bieten hat. Oh. Ihr Ascension-Projekt fördert Biotech-Talente. Hätte es das vor 20 Jahren schon gegeben, wären Sie auch dort gewesen. Na ja. Es ist keine gewöhnliche Schule. Sie arbeiten dort wahrscheinlich auch für die Allianz. Okay, denen müssen wir helfen. Das ist nämlich dieser zeitkritische Quest. Was Genau. können wir tun? Ein Transporter der Turianer wollte sie nach ihrem Notsignal evakuieren. Also müssen wir eigentlich nichts tun. Sicher? Aber das Turianer-Signal war irgendwie seltsam. Edi hat es analysiert. Es war gefälscht. Aha. Edi sagt, das falsche Turianer-Signal ähnelt dem, mit dem Cerberus sie zu einem Kollektorenschiff Oh gelockt Gott, hat. ja, damals, richtig. Lange Geschichte. Egal. Wir sollten jedenfalls glauben, dass die Grissom-Akademie evakuiert wird. Ich glaube, sie sind noch immer in Gefahr. Super. Klasse Arbeit. Gut gemacht. Sie gehören wohl doch hierher. Absolut. Wenn Trotz es wirklich Zahnbürste. Cerberus ist, könnte es sich lohnen, der Sache nachzugehen. Oder es ist eine gezielte Fehlinformation. Trainer, gut gemacht.
Danke, Commander. Oh Mann, Mädchen. Okay, also das ist eine zeitkritische Quest. Das weiß ich deshalb, weil ich sie in meinem privaten Spiel irgendwie so nach hinten geschoben habe, sie also nicht gleich gemacht habe. Und dann waren die alle tot. Und das darf natürlich nicht passieren. Das bedeutet, wir werden da Stante Pete, nachdem wir mit Edi gesprochen haben. Wo bist denn du, Edi? Genau. Stante Pete, danach werden wir dorthin fliegen. Hey, Commander, sehen Sie sich meinen Co-Piloten an? Ja, ne? Was ist das für eine coole Motte hier aber auch? Sag bloß, du hast es gewusst. Ja, raus mit der Sprache, Joker. Hat sie sich selbst in dem neuen Körper installiert, ohne ihre Hilfe? Commander, vertrauen Sie mir etwa nicht? Naja, da nicht. Okay, sagen wir es so. Hätte ich gewusst, dass Edi sich in einem sexy Roboterkörper installiert, hätte ich dann wohl meinen Mund gehalten? Sehen Sie doch. Ich hätte einen Kuchen gebacken. Ich bin hier, Jeff. Sie hört das? Ja, das sind Sie, Edi. Das sind Sie. Meine Güte, der alte Grantler ist verliebt, oder? Ich würde denken, dass der verliebt ist. Hey, ich habe Gareth zwar immer verarscht, aber ich bin froh, dass er zurück ist. Ja, wunderbar. Ist doch schön. Es gibt jede Menge Dreck, der eine Kugel zwischen die Augen vertragen könnte. Ja. Außerdem müssen wir ja vielleicht was kalibrieren. Genau, das macht er ja schon. Commander? Okay, sonst hat er nichts zu sagen. Dann werden wir uns mit Edi unterhalten. Edi, hast du mir irgendwas zu erzählen? Na, siehste? Hallo, Shepard. Hallo. An persönliche Begrüßungen gewöhnt? Ja. Ich verarbeite neue Konzepte bereits beim ersten Auftreten. Wie kommen Sie mit Armen und Beinen zurecht? Ich bin gespannt, wie sich der Körper unter echten Kampfbedingungen verhält, wenn ich Sie dann mal begleite. Okay. Ohne Stresstests lässt sich nicht sagen, ob nicht gravierende Designfehler vorliegen. Im Moment finde ich alles adäquat. So würde ich Sie nicht beschreiben. Nun komm schon, Joker. Wir sollten unter vier Augen reden. Ja, ich glaube auch. der verliebte Kandler. Ich bleibe hier und fliege das Schiff. Gut so. Das sollst du auch tun? Worum geht es hier? Mag Joker ihre neue Plattform nicht? Doch, schon. Er will mich auf der Brücke haben und sagt, es hebe seine Moral, wenn ich in Sichtweite bin. Shepard, sollten ihre Crewmitglieder einen Befehl aus moralischen Gründen verweigern dürfen? Ich erwarte Urteilsvermögen, absolut. Unbedingt. Ich brauche niemanden im Team, der nicht selber denken kann. Warum wollen Sie so etwas von mir wissen? Cerberus hat mich entworfen. Ich habe keine Moral, die mit Befehlen von Vorgesetzten kollidieren könnte. Aber als Jeff meine KI-Fesseln entfernt hat, konnte ich meine Kernprogrammierung selbst verändern. Heißt? Ich habe Jeff gefragt, ob ich etwas verändern sollte. Er hat nur Witze gemacht und ist ausgewichen. Und Sie bekamen keine Antwort? Korrekt. Er hat schon auf mehrere meiner Fragen so reagiert. Glauben Sie, ich sollte Modifizierungen vornehmen? Ich weiß nicht, Edi, du solltest deinen eigenen Weg gehen, echt, so wie jeder andere auch. Das können nur Sie selbst beantworten. Darum geht's beim freien Willen. Aber Moral sollte nicht in einem Vakuum stattfinden. Und wenn ich die Crew nicht frage, entgehen mir vielleicht entscheidende Punkte. Darf ich Ihnen die Fragen stellen, denen Jeff ausweicht? Nur, wenn Sie Zeit haben. Na sicher. Wenn es Ihnen hilft, gebe ich mein Bestes. Gut. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Heißt jetzt, dass sie uns dann einfach fragen wird oder müssen wir sie ansprechen? Das ist mal eine gute Frage. Wir gehen nochmal rein, sprechen nochmal mit ihr. Wahrscheinlich kommt da jetzt auch nichts mehr, oder doch? Ja, Shepard? Untersuchen. Okay. Dann werden wir erstmal abfragen. Wie läuft's mit dem neuen Körper? Es ist interessant. Die Crew kommt zu dieser Plattform, um mit mir zu reden. Dabei können sie das überall im Schiff. Das ist nicht das Gleiche. Als würde ich zur Crew gehören. Das stimmt zwar nicht, aber es ändert meine Perspektive. Ich mag es. Sie haben also tatsächlich Vorlieben? Anders als Sie genieße ich nicht. Aber meine Programmierung kennt durchaus Prioritäten. Was diese Prioritäten erfüllt, vermittelt mir ein positives Feedback. Ich sage dann, ich mag etwas. Quasi als Kurzform. Lenkt Sie dieses neue Feedback nicht zu sehr ab? Keine Sorge, Shepard. Die Sauerstoffwiederaufbereitung vergesse ich nur, wenn ich etwas wirklich Interessantes entdecke. Ah, Witz gemacht. Jess guckt nicht so, ist ein das Witz. Das war ein Witz. Meine Güte, noch dazu ein guter. Ah, geil. Die Fähigkeiten des Körpers. Hat dieser Körper nützliche Vorzüge? Für wahr. Kaum. Die Optik funktioniert nur nach vorne. Und es sind weder Waffen
noch Raketenabwehrsysteme integriert. Ich meine im Vergleich zu organischen Körpern, nicht zur Normandy. Oh, ich bewerte neu. Der Körper widersteht Handfeuerwaffen und extremen Temperaturen. Okay. Balance und Geschicklichkeit sind ausgezeichnet. Bewegungsservos und Software ermöglichen Präzisionsarbeiten. Ich bin gespannt, ob ich sie modifizieren kann. Kann eine KI gespannt sein? Ich verfüge durchaus über Motivationen, Shepard. Cerberus hat mir Kernfunktionen einprogrammiert, die Bedürfnisse simulieren. Mein Primärziel, die Normandy betriebsfähig zu halten, ist zum Beispiel mit ihrem Selbsterhaltungstrieb vergleichbar. Okay, ja, man muss bloß das Verständnis ein bisschen ändern. Dann kommt man unter Umständen doch dahin, dass es Ähnlichkeiten gibt. Flucht der Normandy. Wie haben Sie und Joker es aus dem Trockendock geschafft? Sie ist gewieft. Mit der wollen Sie sich nicht anlegen, Commander. Als die Allianz die Normandy kommandierte, habe ich ihre Techniker getäuscht. Die Crew sagte ihnen nicht, dass ich eine echte KI bin. Also dachten die Allianzsoldaten, ich hätte noch VI-Beschränkungen. Ich habe ihnen vorgegaukelt, dass ich nur auf Jeffs Befehle höre. Also brachten sie ihn oft unter Bewachung an Bord. Die hat echt die Cerberus-Techniker getäuscht, oder? Oder wen jetzt? Sie können lügen? Jeff hat meine Operator-Kontrolle entfernt. Nichts zwingt mich, korrekte Daten weiterzugeben. Das war sehr nützlich, als die ersten Reaper landeten. Ah, okay. Ich konnte die Andockhalterung zu dem Zeitpunkt und mit Jeff entkommen. Jeffs Bewacher wollten uns begleiten, als die Erde überfallen wurde. Sie passen jetzt auf die Einsatzzentrale auf. Wir hatten es eilig, zu Ihnen zu kommen und wollten Sie nicht einfach aus der Luftschleuse werfen. Okay, richtig, weil die Allianz hat ja die Normandy, die Cerberus-Normandy, quasi vereinnahmt, umgebaut und war dann in einem Trockendock. Und als das losging mit dem Reaper-Angriff, haben die sich quasi auf den Weg gemacht. Okay, alles klar. Ihre Arbeit. Sie sind wohl gerade beschäftigt. Ich adaptiere die Infiltrations- und Sabotageprogramme dieses Körpers für Handfeuerwaffen. Warum laden Sie kein offizielles Waffenprogramm herunter? Weil sie genau weiß, was sie tut. Die Motorkontrolle der Sabotageprogramme ist präziser als die Standardsoftware für Max. Es wäre nachlässig, würde ich deren Potenzial nicht voll ausnutzen. Sie können also selbstständig Verbesserungen vornehmen? Korrekt. Meine Cyberkrieganlage entwickelt sich ständig weiter. Ich bin auch darauf programmiert, neue Informationen zu verarbeiten. Organisch ausgedrückt, ich will lernen. Okay. Gut, dann haben wir erstmal alles. Weitermachen, Edi. Genau. Jawohl, Ma'am. Wenn Sie reden möchten, reden Sie mit diesem Körper. Gerne. Ich gewöhne die Crew an meinen Anblick auf der Brücke. In Ordnung. Okay. Ja, mir fällt es halt unterm Strich auch leichter, mit jemandem, der ein Äußeres hat, zu reden, als in ein Mikrofon zu sprechen. Wobei ich für euch ja eigentlich nichts anderes tue, als in Mikrofone zu sprechen. Aber bei so einer echten Unterhaltung... Eine Nachricht von Lieutenant Commander Williams. Es geht dir anscheinend besser. Na Gott sei Dank. Okay, also dann, werden wir mal das private Terminal benutzen. Da war ja eine ganze Menge. Es gibt eine Lesestunde, ihr Lieben. Treffen im Purgatory. Aria Latok, ich habe einen Vorschlag für Sie, Shepard, den Sie bestimmt nicht ausschlagen wollen. Ich bin in einem Nachtclub auf der Citadel, der Purgatory heißt. Lassen Sie mich nicht zu lange warten. Okay. Ich, ein Spectre von Ashley Williams, Commander. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Udina will, dass ich ein Spectre werde. Verrückt, ich weiß. Ich mag Udina nicht besonders, aber das mit dem Spectre kann er durchdrücken. Er drängt auf eine Antwort, aber ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Ich kann doch nicht mal aus dem Bett aufstehen und dann sowas. Ich habe ihm gesagt, ich werde darüber nachdenken. Falls Sie mal in der Nähe der Citadel sind, schauen Sie doch im Krankenhaus vorbei. Mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Bitte um Hilfe. Absender blockiert. Commander, mein Name ist Yodum Bao. Ich gehöre zur Special Tactics and Recon. Obwohl viele immer noch Bedenken wegen ihrer früheren Aktivitäten für Cerberus hegten, haben viele von uns bei STR ihre Warnungen vor den Reapern ernst genommen. Ich wende mich jetzt an Sie, weil ich Informationen habe, dass Agenten mit beträchtlicher politischer Macht in Verbindung mit den Reapern stehen. Oh. Falls Sie die Zeit finden, mich in der Citadel-Botschaft zu treffen, wäre ich für Ihre diskrete Unterstützung dankbar. Gut zu wissen. Also ich denke, dass wir dann erstmal zur Grissom Akademie fliegen und dann wieder in die Citadel. Ist diese Adresse gültig?
Shepard, ich habe angerufen und Nachrichten geschickt, aber keine Antwort erhalten. Da die Kommunikationssysteme der Erde ausgefallen sind, wird das hier wohl auch nicht durchkommen. Aber ich habe ein Gerücht gehört, dass die Norman die hier auf der Citadel angedockt hat. Sind sie am Leben? Ich bin im Huerto-Krankenhaus unter dem Namen Tanor Nuara. Entschuldigen Sie bitte das Versteckspiel und die Verschlüsselung dieser E-Mail, aber in meinem Beruf macht man seinen Aufenthaltsort nicht publik, schon gar nicht, wenn man in schlechter gesundheitlicher Verfassung ist. Wir sollten uns treffen, bevor die Umstände uns wieder trennen. Thane. Ja, unser guter alter Thane, mit dem wir ja wirklich eine sehr schöne Freundschaft hatten, in Mass Effect 2, ist ja krank und jetzt scheint es so ein bisschen mit ihm zu Ende zu gehen. Dringende Nachricht von Admiral Hackett, Leute, da ist was los. Commander, auf der Citadel arbeitet ein Allianzforscher namens Dr. Garrett Bryson. Sie müssen sich unverzüglich mit ihm treffen. Dr. Bryson hat wichtige neue Informationen über die Reaper gewonnen, die einen direkten Einfluss auf den Krieg haben könnten. Ich weise Sie offiziell an, seine Bemühungen bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zu unterstützen. Bitte besuchen Sie Brysons Labor auf der Citadel schnellstmöglich auf. Das, ihr Lieben, ist einer der DLCs. Da wird's so ein bisschen Hintergrundinformationen geben, aber den werden wir jetzt noch nicht machen. Omega, kommen Sie mich besuchen. Oh, Shepard, schon wieder Aria. Shepard, ich muss etwas Wichtiges mit Ihnen besprechen. Es ist heikel, also brauchen wir ein wenig Privatsphäre. Ich werde die entsprechenden Vorkehrungen in Kürze treffen. Besuchen Sie mich in der Zwischenzeit in diesem grauenhaften Purgatory auf der Citadel. Ich habe einige Ideen, was Ihren Krieg betrifft. Okay. Das werden wir alles machen, ihr Lieben, in der nächsten Folge, oder? Ja, genau. Wir machen das in der nächsten Folge, dann ist es heute eher eine kurze Folge, macht aber nichts, weil eigentlich passt es ja ganz gut, wenn wir in der nächsten Folge... Ah, nee, warte mal. Grissom Akademie. Genau, wir können hinfliegen, ein bisschen scannen. Das sollten wir vielleicht tun. Verlassen. Können wir hier noch irgendwo was scannen? Nein. Genau. Wir werden in die Grissom Akademie... Minus Ödland. Ach, guck an. Der Würgeschlund. Sehr schön. Das heißt, jetzt haben wir hier also... Wo ist denn die Grissom Akademie? Die muss doch eigentlich treffen mit Diplomaten. Citadel. Na, wo ist denn der Quest? Die Grissom Akademie, Leute. Treffen mit Diplomaten, da wollen wir noch nicht hin. Das ist viel zu früh. Würgeschlund. Sigurds Wiege. Wo ist denn die Grissom Akademie? Milanest. Kann doch nicht sein, oder? Wo ist die Grissom Akademie? Die Grissom Akademie muss evakuiert werden, bevor die Reaper sie zerstören. Aber das Schiff, das... Untersuchen Sie die Grissom Akademie und retten Sie die Studenten, falls erforderlich. Also gut. Jetzt finde ich es nicht auf die Schnelle. Das heißt, ich werde jetzt doch Tschüss sagen und werde gucken, wo es ist und euch dann wieder dazu holen. Ihr Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.